Hallihallo Freunde und herzlich willkommen in einem weiteren Video von mir, Boofmill Tony. Und ihr seht ein weiteres neues Projekt, Slay the Spire. Das Spiel habe ich gestern im Video bei Holly LP gesehen und ich fand das Spiel so geil, da habe ich es mir gleich mal gekauft und eine Runde heute Morgen schon gespielt. Und jetzt nehme ich mal eine auf. Ich weiß ein bisschen, wie das Spiel funktioniert durch Holly und durch die eine Runde, die ich gespielt habe. Und den Rest finden wir zusammen heraus. So, ich habe jetzt den zweiten Charakter schon freischaltet, weil ich den ersten Boss besiegt habe. Entweder wir spielen mit der Eiserne oder mit die Stille. Da ich mit der Eiserne schon gespielt habe, eine Runde, würde ich gerne mal die Stille ausprobieren. Hat weniger Leben, 70, 99 Gold. Eine tödliche Jägerin aus den Nebelländern beseitigt Gegner mit Dolchen und Giften. Schlangenring. Zu Beginn jedes Kampfes ziehst du zwei zusätzliche Karten. Also bei ihm ist es halt, er heilt 6 TP am Ende jedes Kampfes. Und er hat ein bisschen mehr Leben. Aber probieren wir es mal mit die Stille. Mal schauen. So, den habe ich auch freigeschaltet, dadurch, dass ich den ersten Boss besiegt habe. Noch ein Versuch. Ich habe dich zurückgeholt. Normalerweise kann man das bei dem machen, aber ich glaube, weil ich einen Testrun gemacht habe, um zu gucken, wie laut es ist, kriege ich jetzt nichts von ihm. So, das hier ist die Ebene. Jedes Feld ist etwas, wo eine Aktion stattfindet. Hier an der Seite sieht man ja die Legende. So, und dann würde ich mir gerne mal einen schönen Weg heraussuchen mit recht vielen Gegnern, um recht viel... um recht viele Karten zu kriegen, weil das Ganze ist... basiert auf Karten. So. Und mal schauen, wie der Run so laufen wird. Ich schaue gerade, ich möchte am liebsten keine Elite-Gegner bekämpfen, weil mit denen kenne ich mich noch nicht so aus. Und die sind halt echt stark. Ich glaube, ich gehe den Weg einfach komplett links entlang. Da sind ein paar gute Sachen auf dem Weg und eine Menge Monster. So. Kampf beginnen. Hier sind meine Karten. Und das halt immer Runde für Runde. Ich habe 3 Energie und die Karten kosten Energie. Und dann wandern sich hier auf den Abwurfstapel. So, mal schauen. Wir haben Verteidigen. Man sieht schon, er greift nächsten Angriff mit 7 Schaden an. Hier, der macht 6 Schaden. Und hier erhalte ich 8 Block, womit ich halt seinen Angriff blocken kann. Aber muss eine Karte abwerfen. Was jetzt in dem Fall hier gar nicht so schlimm ist. Dann kann ich nämlich einfach hier einmal blocken, dann eine verteidigende Karte abwerfen und dann selber noch 2-mal angreifen. Weil ich blocke seinen kompletten Damage und konnte selber noch Damage machen. Jetzt wurde ich von ihm geschwächt. Das heißt, Angriffe verursachen 25% weniger Schaden, also meine Angriffe. Was macht das? Du verursachst 2 Schaden, du wendest eins schwach an. Auf den Gegner dann, ne? Das ist gar nicht mehr so schlecht, weil das kostet einfach 0. So. Schlag verteidigen. Ah, er greift mit 12 an. Und ich heile ja nichts am Ende. Also werde ich verteidigen auf jeden Fall 2-mal einsetzen. Mehr Verteidigungskarten habe ich ja gerade nicht. Also muss ich das so machen. Oh, jetzt macht er, weil ich ihn geschwächt habe, auch nur noch weniger Schaden. Deswegen konnte ich alles blocken. Also ich bin, ja, wie ihr wahrscheinlich merkt, noch nicht so der Profi im Spiel. Aber mal schauen, was ich so hinkriege und daraus mache. So, er greift wieder an. Ich werde wieder 2-mal verteidigen. Einmal den Schlag. Oh, ich hätte auch nur einmal blocken müssen, weil ich ihn ja schwäche. So, und sobald halt... Ups, ich habe gegen das Mikro berührt. Mal, keine Ahnung, ob man das gehört hat. Auf jeden Fall, sobald der Aufnahmestapel leer ist, kommen alle Karten vom Abwurfstapel random neu sortiert wieder in den Aufnahmestapel. So. Entschuldigt, Freunde, ich musste gerade kurz niesen, deswegen habe ich kurz pausiert. So. Wir blocken 2-mal, mehr geht nicht, also wird er uns ein bisschen Schaden jetzt tatsächlich machen, nämlich 2. So. Aber so schlimm ist das jetzt nun auch wieder nicht.
Er greift wieder so an. Kann ich ihn besiegen? 12 Schaden. Nee. Bestätigen. So, einmal. Zack. So. Aber nächste Runde müsste ich ihn eigentlich besiegen. So. Ja, zweimal Schlag reicht. Tot. Sehr schön, erster Gegner besiegt. Dadurch kriegen wir jetzt 16 Gold und wir können uns eine Karte zum Deck hinzufügen, solange wir sie haben wollen. Du verursachst zweimal 4 Schaden an allen Gegnern. Das ist gar nicht so schlecht. Du verursachst 9 Schaden, du ziehst eine Karte, du wirfst eine Karte ab. Also mit dem Char habe ich noch nicht gespielt, deswegen kenne ich die Karten von ihm noch nicht. Deswegen muss ich das jetzt alles mal schauen. Du erhältst 5 Block und ziehst 2 Karten. Das ist natürlich ganz cool eigentlich. Das hier ist auch nicht schlecht, das aber auch nicht. Ich glaube aber, ich muss mal ein bisschen mehr auf Block gehen. Das habe ich in meiner ersten Runde falsch gemacht. Ich habe auch kaum Blockkarten gekriegt. So, er macht einen Buff. Also kann ich komplett auf Angriff gehen. Ein weiteres Mal, Entschuldigung, musste wieder niesen. Beziehungsweise husten. Weiß nicht, ob man das niesen nennt. Aber ihr habt es ja nicht gehört, also könnt ihr es nicht beurteilen. Also brauche ich es gar nicht fragen. So. Diesmal will er 6 Schaden an mir machen und erhält am Ende des eigenen Zuges 6 Stärke. Sonst hat er wahrscheinlich nur 3 Schaden gemacht. So. Brauche ich das gerade überhaupt? Doch, eigentlich schon. Mal schauen, welche Karten ich ziehe. Okay, jetzt nicht so die Bombenkarten. Habe ich überhaupt schon richtig krasse Karten? Weiß ich gar nicht. Zack. Das ist eher so der Hinterhältige. Der andere ist eher so der Hau drauf, aber steckt dafür auch Unmengen ein. Außer du hast gute Blockkarten. So, er will 9 Schaden diesmal machen. Ne, das brauche ich diesmal gar nicht. Dann könnte ich nicht alles blocken. So, zack, so machen wir das. Ach, er hält jetzt immer 3 Stärke dazu am Ende jedes Zuges. Oh, Schissel, jetzt würde er 12 Schaden tatsächlich machen. Ich kann ihn leider nicht jetzt töten. Ah, da haben wir die Neutralisieren-Karte, das ist sehr gut. Also kann ich komplett blocken, aber auch noch ein bisschen Schaden machen, sodass, wenn ich nächstes Mal jetzt 3 Angriffskarten habe, ich ihn auch erledigen kann. Sonst würde er halt 15 Schaden machen. Ich habe aber nur 2. Aber das könnte ich machen. Werfe ich die ab. Mache das. Stecke ein klein wenig Schaden ein, aber ich muss selber Schaden austeilen. Das ist wichtig. Sonst bringt er mich halt um. Und wie lange hält das? Ach so, komplett. Okay, der wird halt immer stärker. Wieso kriege ich jetzt nur solche Karten? Komm mir am Arsch. Das ist doch uncool. Jetzt kriege ich natürlich noch mehr Schaden. 8 Schaden kriege ich jetzt noch. Und ich heile ja nichts nach Kämpfen. Weil ich ja nicht der andere Charakter bin. So, ich dachte schon, jetzt kriege ich keine Angriffskarte. Meine Fresse. So, 14 Gold, ein Regenerationstrank. Du heilst 3 TP am Ende jedes Zuges für 5 Züge. Was ganz cool ist, weil ich mit dem Charakter so nicht nach Kämpfen heile. Da sind halt hier oben Tränke, die kann man dann einsetzen im Kampf. Das macht hier lustige Geräusche. Nein. Du erhältst 4 Block, im nächsten Zug erhältst du 4 Block. Auch cool. Du erhältst im nächsten Zug 2 Energie. Das ist auch cool. Meisterstich. Nur spielbar, wenn du keine anderen Karten auf der Hand hast. Du verursachst 15 Schaden. Den oder den, den oder den, den oder den. Ich muss erstmal auf die Blocks gehen. Vielleicht finde ich später ja nochmal so eine Karte. So, und merken, ich will den Weg ganz links lang gehen. So, Freunde. Er will 11 Schaden austeilen. Ich werde aber es so machen, dass ich 1 Schaden kriege. 1 Schaden ist okay. Und ich wollte, muss halt auch Schaden machen. Wenn ich zu lange warte, dann kriege ich halt immer wieder Schaden reingedrückt und so. Was soll er jetzt machen? Gegner beabsichtigt zu blocken und einen Buff einzusetzen. Also kann ich jetzt komplett auf Angriff gehen. Ja, okay, das hier kann ich einfach machen, weil ich dann im nächsten auch was kriege. Das hier könnte ich noch machen. Da
kriegen wir tatsächlich noch einen Schlag. Das ist ganz gut. Zack. Schön. So, er kriegt Stärke und 6 Verteidigung. 6 Block. So, ich habe schon 4 Block. 8. 13, ne? Das ist es nicht. Das ist es eher. Zack. So, das konnten wir zum Glück alles blocken. Und jetzt will er wieder einen Buff machen. Das heißt, wir werden jetzt komplett draufhauen. Oder haben wir... Ne, 2 Karten ziehen bringt mir jetzt relativ wenig. So, einfach einsetzen, weil es kommt sowieso auf den Ablagestapel. Ich hätte genauso gut nichts machen können, aber es ist scheißegal halt. Wie ich ja gerade gesagt habe. So, Freunde. Ah, ich habe nur 2 verteidigen Karten, aber die sollte ich auch einsetzen. Bin ich dumm? Ne, ich hätte ihn nicht töten können. Ich dachte gerade schon, ich wäre vollkommen dumm gewesen. Ich hätte ihn töten können. Oh, nur 7 Schaden. Ich habe 17 gelesen. Bin ich dumm, oder? Ne, ich habe geblockt. Ah, oder? Habe ich geblockt? Doch, ich habe geblockt. Mein Gott, was ist denn los? So. Kann ich mit einer... Ne, das bringt dann ja nichts, Karten zu ziehen. So, ein scheiß Leben hat er noch. Und ich kriege keine Angriffskarte mehr. Ja, okay, komm, zack. So, plus 3 Stärke macht er sich noch. Er würde 20 Schaden machen. 7 Schaden kriegen wir es hin. 3, ja, das kriegen wir hin. Sehr schön, zack, weg. So, 18 Gold, ein Elixier. Du erschöpfst alle Statuskarten und Flüche aus deiner Hand. Ja, du hältst 4 Block. Verursachst 5 Schaden, weil ich habe im Moment wenig Karten, die Schaden machen. Das muss auch sein, auch wenn da auch coole andere Karten dabei waren. Wähle beim Aufheben eine Fertigkeit und verbessere sie. Sehr geil. Wir können eine Karte verbessern. Mal schauen. Du erhältst 5 Block und ziehst 2 Karten. Was könnten wir damit machen? Du erhältst 6 Block und im nächsten auch 6. Hier könnten wir machen 8 Block. 11 Block. Ich glaube, ich mache tatsächlich das hier. Das ist ganz cool. 2x6 Block für 2 Runden. Also, ja, müsste ich es meinen. Oh Gott, das sind eklige Gegner, weil es einfach 4 Stück auf einmal sind. Oh, sie wollen gleich am Anfang schon so viel Schaden austeilen. Erstmal den hier. Ich muss eine Karte ja dafür abwerfen. Die nicht. Die kriege ich ja gratis. So, ein Schlag kann weg. Mal kurz schauen. Wenn ich einen Schlag einsetze, zack. Ja, das ist sehr gut. Okay, dann hätte ich meinen einen Dings gar nicht wegmachen müssen. Naja, egal. Jetzt greife ich einfach mal noch hier einen an. Zack. Ja, den mit 21 Leben schwächen. Das ist gar nicht so dumm, würde ich sagen. Ich finde auch die Musik im Spiel ziemlich geil. So. Also. Mann, jetzt muss ich schon wieder husten, hab aber nicht hier pausiert. So. Die haben wir ja verbessert, dann setzen wir die auch gleich mal ein hier. Ich kann nur 12 Schaden machen, so, aber 6 reicht nicht. Einen Block machen wir so. Sehr schön. Ja, alles geblockt. Der lädt irgendwas. Ich weiß, und jetzt geht's los. Das klingt nicht gut. 25 Damage! Das wusste ich nicht, Schüssel. Ich kann ihn jetzt nicht einfach töten. Oh mein Gott. Scheiße. Wie wär's mit Scheiße? Das ist natürlich ungeil. Ich kann zwar eine Menge blocken, aber ich werde auch eine Menge Schaden kriegen. Ich hätte auch keinen töten können. Ah, das habe ich ein bisschen verkackt. Ultimativer Stoß. Okay, jetzt wird er wahrscheinlich wieder laden, ne? Ja. Ne, ich muss noch einmal verteidigen. Auch wenn ich den da vorne schon Schaden hinzugefügt habe, der muss jetzt sterben.
Gremlin-Zauberer, die Abschlüsse. Ach ja, scheiße, die werden ja immer stärker, wenn man ihnen Schaden macht. Das habe ich voll vergessen. Ah, okay, es sieht gerade nicht so gut aus. Ich hoffe, wir kommen bald zum Lagerfeuer, da kann man sich heilen. Der Kampf wird noch ein bisschen dauern, oder? Wird er noch 5 Züge dauern? Denke ich mal. Dann trinke ich den mal, um ein bisschen Leben zu regenerieren. So. Einmal verteidigen. Ja, den nehme ich mal. Schön. Okay, wir haben aber nur Verteidigungskarten gekriegt. 2 haben wir noch. Der da hinten muss halt leiden. Ja, okay, dann noch einmal verteidigen und den Schnitt halt noch. Zack. Anders ging's nicht. Gerade. War nicht optimal, aber... Es kommt halt auch mit auf die Karten drauf an. Ein bisschen Glück ist natürlich immer mit dabei und dann, wie man die Karten ausspielt, kennt man ja solche Spiele. So. Ein bisschen wie Magic, nur in komplett einfacher. Oder anders, halt als PC. Was auch immer. Magic habe ich auch mal ein bisschen gespielt, aber da war ich nicht so der Master drin. Ich habe das auch nicht lange gespielt, daran lag es wahrscheinlich. Oh wehe, der ist jetzt schon im nächsten Zug mit seinem Schmetter... Wiggle, Diggle, Dangle dran. Da muss ich den wegklatschen. Ja, halt die Klappe. Hoffentlich kriege ich Angriffskarte. Ich brauche 2 mindestens. Ah, zum Glück, Mann. Ja. 2. So. Und jetzt muss ich halt noch einmal verteidigen. Aber mit Neutralisieren kann ich ihm noch einmal die Fresse geben. Sehr schön. Achso, ja, das habe ich schon gemacht. Das hatte keinen Effekt jetzt auf den Kampf. So. Und diese scheiß Schwäche nervt mich halt auch. 7 und 4. Er halt so zack. Zack. Okay, das mit den Karten ziehen hätten wir gar nicht machen müssen. So, jetzt muss der halt weiter dran glauben. Ach, jetzt kann ich nicht mehr alles blocken, weil ich ihn verstärkt habe. Ah Gott, ich habe noch beim Draufdrücken dran gedacht. Ah, dumm. 2 Schaden werden durchkommen. Das geht noch, aber wir heilen halt nicht so viel. Und einmal werden wir noch geheilt. So. Okay, wir können jetzt zumindest besiegen. Machen wir mal als allererstes. Um zu schauen. Er würde uns 4 Schaden machen. Die können wir ja locker verteidigen. Ja, toll. Das hat es dann nicht mehr so sehr gebracht, aber egal. Das sieht halt cool aus, wenn man 19 Block hat. Es gibt auch Karten, mit denen kann man den Block behalten in die nächste Runde. Das ist ziemlich geil. So. Zack. 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 Jetzt kriegen wir keinen Schaden mehr. Das müsste der Kampf gewesen sein. Jetzt eine Angriffskarte. Ja. Weg. Füge eine Karte zu deinem Deck hinzu. Was haben wir hier? Verursachst 5 Schaden, du wendest 3 Gift an, das ist sehr geil. Du ziehst eine Karte, wirfst eine Karte ab, naja. Du kannst in diesem Zug keine Karten ziehen. Karten kosten in diesem Zug 0. Hä? Du kannst in diesem Zug keine Karten ziehen. Karten kosten in... Oh Gott, man kann keine Karten mehr ziehen, aber alle anderen Karten kann man für 0 ausspielen. Das ist auch mega geil, aber ich will den Giftstich haben. So, jetzt können wir hier... Können wir entweder eine Karte verbessern oder schlafen und 21 Leben heilen. Das ist sinnvoller, dann sind wir nämlich genau wieder voll. Zack. Jetzt gibt es die nächsten beiden Gegner. Mal gucken, was 11 Schaden will er machen. Okay, dann werden wir verteidigen. Aber auch den Giftangriff auf ihn machen. Ein Schaden wird durchkommen, das ist nicht so schlimm. So, immer wenn er jetzt dran ist, für die Runden wahrscheinlich. Okay, ja. Immer zu Beginn des eigenen Zuges reduziert sich der Schaden um 1 vom Gift. Natürlich ist das nicht für immer. So, gerade will tatsächlich keiner angreifen. Was macht der? Einen negativen Effekt auf mich. Ach, das hat er wahrscheinlich schon, oder? War das der andere? Gute Frage. Aber jetzt können wir zumindest mit den Attacken komplett draufgehen. Und im nächsten Zug 4 Block erhalten. So. Einmal wird er noch einen Schaden kriegen. Das ist auf jeden Fall gut. Der macht gebrechlich auf mich.
So, er will 10 Schaden machen. Hier können wir 6 blocken plus 3 könnten wir höchstens hinkriegen. Ja, aber lieber das. Als... Oh, wir hatten ja noch die 4. Ich hätte den 3er-Block gar nicht mehr machen müssen. Aber nicht schlimm. Sieht ja ganz gut aus gerade. So, einmal kriegt ihr jetzt noch einen Schaden. Schön vom Gift. Das Gift ist eine coole Karte. Die gefällt mir schon mal. Oh, ich habe eine Wunde unspielbar gekriegt, drunter gemischt. So, jetzt könnten wir den Giftstich nochmal auf den anderen machen. Oder wir konzentrieren uns vollkommen auf den... Ah, einmal verteidigen muss halt sein. Ja, okay. Wir können den hier sowieso noch nicht killen, aber ein bisschen Damage machen. So, sehr schön. Okay, doch mit dem Giftstich hätten wir ihn töten können, aber das wäre nicht so ultra schlau gewesen. Oh, immer wenn der einem Schaden macht, kriegt man diese blöde Wunde drunter gemischt. So, der will jetzt den Schaden machen. Ich habe keine Karten, um ihn komplett auszulöschen. Das ist ja richtig kacke. Kann ich ihn komplett blocken? Nein, kann ich noch nicht mal. Ein Schaden wird durchkommen. Aber... Ja, ich muss jetzt einfach hoffen, dass ich zumindest... Naja, so stirbt er zumindest. Und dann müssen wir einmal Block machen. Zack. Und dann ihn noch einmal angreifen, weil er wird sowieso durch das Gift sterben, dann wäre es unnötig. Dann nochmal drauf zu schlagen. Als ich das Video gestern von Holly geguckt habe, habe ich voll gute Laune gekriegt. So richtig Mittelalter-Laune. Habe ich erst mit Deathlehem gehört. Die machen ja so D&D-Songtexte, habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Die finde ich ganz cool. Und die höre ich mir jetzt gerade auch nebenbei wieder so leise an. Fängt gerade Nightmare an, der Song. Das Album Destroyers of Realms ist so ziemlich geil. So, kriegen wir komplett down, müsste, ne? Ja, nice. So, nur 7 Leben verloren, es geht. Geht natürlich auch besser, aber... Naja. So, Akrobatik, du ziehst 3 Karten, wirfst eine ab. Du ziehst eine Karte, ist die Karte eine Fähigkeit. Fertigkeit erhältst du 3 Block. Du verursachst 9 Schaden, du ziehst eine Karte, wirfst eine Karte ab. Ich nehme den Durchwurf, weil ich im Moment immer ziemlich wenig zum Schaden austeilen habe, aber auch nicht die perfekten Blockkarten. Oh, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht wahr, ey. Das wäre jetzt auf jeden Fall mal schlau. Wie viel machen die insgesamt? 10, 14. Hä, wie komme ich auf 14? 13, 16, 21. Oh Gott, das kann ich definitiv nicht komplett blocken. Aber ich muss es mit dem Blocken probieren. Um zumindest nicht komplett den Schaden einzustecken. Ich hätte einen besiegen können, aber dadurch hätte ich insgesamt mehr Schaden gekriegt. Ich weiß jetzt echt noch nicht, wie ich das machen soll, diesen Kampf. Die werden wahrscheinlich nicht alle angreifen. Die machen negativen Effekt auf mich. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich mache erstmal den Dolchwurf auf ihn. Ja. Dann werde ich einmal verteidigen, ablegen. Ja. Einmal muss ich den Schlag ausführen. Und das hier noch machen. Da ist ja egal, welche ich dann wegwerfe. Ich blocke komplett. Das ist gut. Und ich habe einen gekillt. So, ich bin jetzt nur geschwächt. Das heißt, meine Angriffe machen weniger. Das ist natürlich auch kacke. So. Okay. Ja, wir haben die Karten so, dass wir nur das eigentlich machen können. Der Giftstich auf einen mit viel Leben, oder? Ich weiß es nicht. Was bedeutet das K eigentlich? Klein?
Oder ich mach's auf Dean. Und dann kriegt er 3, 2, 1. Das macht dann nochmal... Es tötet ihn nicht komplett. Da mach ich's doch auf Dean. Aber die machen 5 Schaden. Ah, okay. Egal. Egal. Jetzt, dann werde ich so einen jetzt so angreifen. War das schlau oder war das dumm? 4 Schaden kommen durch. Man muss hier sehr strategisch spielen, wie ihr wahrscheinlich merkt. Aber mir macht das Spaß, ich musste nur erstmal ein bisschen reinkommen. So, er kriegt 2 Schaden von dem Gift, dann werde ich dafür sorgen, dass er stirbt. Ich kann ihn hier auch töten. So, eine Karte zum Abwerfen. Die hier. Die brauche ich die Runde nicht. Er wird am Gift sterben. Ich muss noch die 5 blocken. Jupp, ganz simpel. Sehr schön, ich denke, diesen Kampf werden wir auf jeden Fall auch gewinnen. Wäre auch dumm, wenn wir vor dem ersten Boss sterben, das wäre irgendwie kacke. Was wollen wir einsetzen? Wir können mit diesen blöden 4 Schaden keinen töten. Dann werden wir erstmal so blocken, dass wir alles blocken. Und dann den hier, weil der macht mehr Schaden. Oh, wir können ihn nur einmal angreifen. Nicht genug Energie. Ja, das stimmt schon. Durchaus. So, alles geblockt. Super. Was kriegen wir für Karten? Ich kann wieder 6 Schaden machen. Zack, dann kann ich auch komplett auf den Angriff gehen. Ah, nein. Nein, nein, damit werfe ich noch eine Karte ab und kriege ja keine. Ja, zack. So, Freunde. 3 Schaden will er machen. Können ihn aber einfach... Ah, hier den Dolchwurf einfach. Zack, weg. Nice. Zwar finden meiner Meinung nach wieder zu viel Leben verloren, aber... Verursachst 8 Schaden im nächsten Zug erhältst... Ey, das ist voll gut, Mann. Ey, den nehmen wir. Hier, eine Kiste. Sehr schön. Was haben wir da drin? Brieföffner. Immer wenn du in einem Zug 3 Fertigkeiten ausspielst, verursachst du 5 Schaden an deinen Gegnern. Nein, nicht zum Elite-Gegner, auf keinen Fall. Ich hätte mal gucken auf der Karte. Kann ich noch auf die Karte gucken? Kann ich. Wir kommen noch an einem Lagerfeuer vor dem Boss vorbei und noch 2 Gegner. Dann werde ich jetzt nicht heilen. Weil das wäre unnötig. Sondern beim Schmied eine Karte verbessern. Kann man eigentlich auch scrollen? Ja, okay, aber ich mache das lieber so, das flüssiger als so. Das so ist cooler. Mit der Maus. So. Was könnten wir verbessern? Das Gift... Macht das Gift mehr Schaden? Das wäre schon geil. Durchaus. Was würde der Kniestoß machen? Einfach nur mehr Schaden. Ich will den Giftschaden erhöhen. Das gefällt mir. Fortfahren. Ein Fragezeichen. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ein Händler. Wir haben 237 Gold. Was wir damit anfangen werden. So, mal schauen. Zu Beginn jedes Kampfes ziehst du 2 zusätzliche Karten. Das haben wir ja schon, ne? Zu Beginn jedes Kampfes fügst du eine zufällige farblose Karte deiner Hand hinzu. Achso, das können wir uns gar nicht leisten momentan. Wir könnten einen Regenerationstrank, 2 Geschicklichkeitstrank. Regenerationstrank wäre ganz geil. Ehrlich gesagt. Aber ich bin noch am Überlegen. Wir können uns auch für 75 Gold eine Karte aus dem Deck entfernen lassen. Damit kann man natürlich Einfluss darauf nehmen, welche Karten man als nächstes zieht. Und ja, also einfach die Auswahl kleiner machen, um immer wieder die nicen Karten zu ziehen. Aber ich bin gerade noch im Überlegen. Ich schaue mir mal die Karten an. Ziehst du diese Karte, fügst du der Hand eine Kopie davon zu, du verursachst 4 Schaden. Okay. Das ist eine geile Karte. Obwohl, die erschöpft sich dann. Aber sie kostet halt nichts. Also hat man im Prinzip einfach immer nur wieder diese Karte. Oder nicht? So, Dolchwurf, du verursachst. Ja, den Dolchwurf haben wir ja schon. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Boah. Ist danach zwar erschöpft, also komplett weg, aber geil. Du wendest 99 verletzlich an. Wie was?
Alter, das ist krass. Zu Beginn deines Zuges fügst du deiner Hand eine Klinge hinzu. Du heilst 4 TP. Und immer wenn du in einem einzigen Zug 5 Karten ausspielst, verursachst du... Ich will bandagieren haben, auf jeden Fall. Alle Gegner verlieren einen Zug lang. 6 Stärke, das ist auch geil. Terror ist auch geil. Das hier ist auch ganz... Ich nehme tatsächlich noch mehr Karten mit, auch wenn es gar nicht mal so gut ist, eine sehr große Hand zu haben. Habe ich aber auch noch nicht. Aber die Karten, kann ich mir vorstellen, dass wir da eine gute Kombo rauskriegen. Wir ziehen jetzt halt nur recht selten Angriffskarten. Da ist nochmal Mangel. Die wollen einen Buff einsetzen. Da muss ich halt mal schauen. Was macht das Pilz? Wendet beim Tod 2 Züge lang verletzt sich auf dich an. Okay. Ja, das ist cool. Das ist sehr cool. So. Sie greifen ja nicht an. Also werde ich eine Angriffskarte ausspielen. Das hier, um im nächsten Zug noch zu blocken. Zack. Wieso hat der jetzt noch Schaden gekriegt? Weil ich 3 Fertigkeiten ausgespielt habe. Ah, nice. Was sind eigentlich jetzt genau Fertigkeiten? Das habe ich noch nicht gecheckt. Hier steht ja Angriff fertig. Ach, Fertigkeit ist zum Beispiel Blocken. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Okay, können wir einen besiegen? Nein, ich denke nicht. Dann ist 2-mal Blocken angebracht. Wir kriegen dann zwar trotzdem noch 2 Schaden. So, zack. Also sie haben ja Stärke auf sich angewendet. Obwohl wir kriegen gar nicht Schaden. Ja, weil der hier, der hat dich schwächer gemacht. Da macht er weniger Schaden. Das ist sehr gut gewesen. Habe ich zwar gar nicht wirklich drauf geachtet. Obwohl, warte mal. Ja, sehr geil, sehr geil. Obwohl, warte mal. Zack. Achso, der eine muss jetzt weg. So, rückwärts, du kannst gleich wieder weg. So, jetzt machen wir nämlich zack und zack. So, und der wird am Gift sterben. Nice. Das war ein super geiler Kampf. Ein Regenerationstrank ist auch sehr gut. Ja, okay. Hier muss ich mal gucken. 5 Block und 2 Karten ziehen. Was bedeutet das? Zu Beginn deines Zuges fügst du deiner Hand eine Klinge hinzu. Ist das der normale Angriff? Weiß ich nicht. Ich nehme das rückwärts also. Ich hätte auch keine Karte nehmen können. Egal. So, kriegen wir Angriffskarten, die gut sind. Wir haben nur 33 Gold, können wir uns irgendwas leisten? Nein. Weiter. Komm noch an einem Lagerfeuer vorbei, falls wir jetzt zu viel Schaden kriegen. So, sie werden direkt angreifen. Einmal Schaden können wir auf jeden Fall machen. Okay, 18 Schaden kann ich nicht komplett blocken. Das geht nicht. Ich muss das machen. Obwohl, vielleicht ziehe ich dann ja zufällig noch genau das hier. Sehr gut. Jetzt können wir noch den Schnitt hier einsetzen. Wir besiegen... Er macht zwar mehr Schaden, aber ihn kriegen wir schneller tot. Deswegen besiegen wir ihn zuerst. Und er wird auch noch einen negativen Effekt auf mich legen. Das ist nicht so nett von ihr. 2 Schaden sind durchgekommen. So. Das setzen wir direkt mal ein. Eine muss weg. Den Terror machen wir erstmal weg. Zack, sehr schön. Musste ich die Blockenkarte überhaupt einsetzen? Ich glaube schon. Sonst hätte ich einen Schaden gekriegt. Wow. Naja. Okay. Beide wollen angreifen. Kann ich ihn direkt killen? Alle Gegner von den Einzug lang 6 Stärke. Das ist auch ganz cool. Zack. So, dann machen die auf jeden Fall eine Menge weniger Schaden. Gehe ich jetzt erstmal darauf, dass ich einfach nur alles blocke. Zack. Zack. So, alles schön geblockt. Jetzt hoffen wir auf gute Karten.
So, weil er hat nur noch 4 Leben. Zack. Sehr schön. 5 Block. So, machen wir das. So. Okay, Freunde. Er will ja... Wieso habe ich den Terror nicht davor eingesetzt? Ich will mal schauen, was das macht. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt? 9. Also so unglaublich krass ist es nicht. Also was heißt dieses 99? Heißt das... Ach so, für 99 Züge! Okay, ich dachte, dadurch wird der Effekt verstärkt. Okay, für 99 Züge, dann hätte ich es auch früher einsetzen können. Dann ist das eine ziemlich geile Karte, die gefällt mir auf jeden Fall. Kann ich ihn töten? Nein. Ist ja scheißegal, welche ich wegwerfe. Okay, also 3 Schaden. 3 Schaden kommen durch. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall einmal beim Lagerfeuer uns noch Leben wiederholen, weil ich will volles Leben von dem Boss haben. Jetzt können wir voll auf Angriff gehen. Was macht das? Ich erhalte noch 2 Karten. Gucken, ist da noch ein Angriff dabei? Sehr schön. Oh, das erledigt ihn schon. Darauf habe ich gar nicht geachtet. So, 12 Gold und kriegen wir noch eine Angriffskarte. 4 Gift. 8 Schaden und ziehe eine Karte. Oh. Nur wenn du angegriffen wirst, verursachst du 3 Schaden am Angreifer. Macht, das bleibt dann nämlich den ganzen Kampf lang als Effekt da. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Immer wenn du angegriffen wirst, verursachst du 3 Schaden am Gegner. 4 Gift. Eine Macht ist ganz geil. Ah. Ausruhen. Dann geht's ab zum Boss. Mal schauen, ob wir den schaffen. Den Boss hatte ich noch nicht. Ich hatte bisher nur einen Boss. Den habe ich dann irgendwie geschafft. Und beim zweiten Boss bin ich krepiert. Okay, doch, dann hatte ich ja schon 2 Bosse. Unbekannt. Die Absichten dieses Gegners sind unbekannt. Wird nicht angreifen. Oh, dann wird er sich vielleicht aufladen oder so eine Kacke. Okay. Ich weiß nicht, ob es das jetzt bringt, weil ich nicht weiß, ob im nächsten Zug was macht. Naja. Bandagieren brauche ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Das kann weg. So. Ich habe den Kniestoß gekriegt. Der ist gut. Zack. So, wird er jetzt angreifen oder macht er immer noch nichts? Oh mein Gott, 6x6. Da wird auch die Musik hier super. Aber ich glaube, wenn die jetzt so laut ist, muss ich sie ein bisschen leiser drehen. Machen wir es mal auf 80. Ich hoffe, das ist besser. Und ich hoffe, man hört mich noch vernünftig. Ich werde auch ein bisschen enthusiastischer und lauter reden. Ich kann tatsächlich nur einmal verteidigen, aber noch 3 Angriffe ausführen. Zack. Ich werde jetzt unglaublich viel Schaden nehmen. Ich hätte das mit dem Block wirklich machen müssen. Oh Gott. Fast die Hälfte des Lebens hat er mir abgezogen. Jetzt würde er nur einen normalen 6er machen. Zack. Direkt mal einsetzen. Dann kriegt er gleich nämlich auch schon Schaden reingewirkt. So, Terror einsetzen. Das ist geil. Zack. Zack. Super. Dadurch mache ich immer 50% mehr Schaden. Das ist super. Ein Schaden ist durchgekommen. Oh mein Gott, ich habe dadurch so eine Kacke gekriegt, reingemischt. So, jetzt sind wir hier richtig im Endboss-Fieber. Auch wenn das erst der Boss von der ersten Ebene ist, aber den zu überleben ist schon geil. So, zack, machen wir das. Vielleicht kriegen wir gute Karten dazu. Gift dich plus. Den auch noch. Zack. Es sieht so aus, als wäre es machbar, aber trotzdem schwer natürlich. Was habe ich da eigentlich? Achso, ja, den Statuseffekt, den ich mir dauerhaft hinzugefügt habe. So, er wird nicht angreifen. So, Moment mal. Nein, nein, ich will den hier wegmachen. Zack. So, er kriegt nochmal 3 Schaden vom Gift. Sehr schön. Okay. Bandagieren. Das ist auf jeden Fall schlau. 2x7, 14 Schaden will er mir machen. Ich kann leider nicht so viel blocken gerade. Muss ich einfach auf den Damage gehen. So.
Da kommt ein bisschen was durch. Ich bin weniger als Half-Life. Leider habe ich keine Statuseffekte, die mir irgendwas Cooles geben, wenn ich unter Half-Life bin. So. Doch, das machen wir tatsächlich mal. Die Ausweichrolle ist halt geil. Und die hier. Ist ja egal, was ich mache. Ich habe sowieso keine Energie mehr. So, wie viel Schaden kriegst du? 5 Schaden. Okay. 8 Schaden will er machen. Das können wir blocken. Wieso? Ich hatte schon Blocks drin. Ich hätte gar nichts mehr blocken müssen. Doch, ein. Ah, verdammt. Habe ich nicht drauf geachtet. 5x6 kommt wieder. Oh Gott. Hier müssen wir halt abnormal verteidigen. Was macht das eigentlich? Am Ende des Zuges erleidest du 2 Schaden. Toll, das will ich auf jeden Fall einsetzen, Freunde. Anders geht's nicht. Ich hab nichts anderes. Kriege ich noch was so? Das ist gar nicht mal so dumm für nächste Runde. Macht er so weniger Schaden? Ja, macht er. Okay, anders ging's nicht. Jetzt wird er natürlich viel Schaden machen. Oh mein Gott, weil ich auch noch brenne oder was? Oh, mach doch diese Brennscheiße weg. Die ist echt abnormal. Wir werden nach dem Bosskampf komplett regeneriert. Also wir müssen ihn einfach irgendwie überleben. 8 Block und eine Karte abwerfen. Dann brauche ich die Verteidigungskarte ja sowieso nicht mehr. So. Okay, 19 Leben habe ich noch. Er hat noch 36. Was habe ich noch für Tränke? Ich könnte alle Fluchkarten erschöpfen lassen, aber ich weiß nicht, wie lange der Kampf noch dauert, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so dumm. 8 Schaden will er machen. Können wir komplett blocken? Ja, können wir, sehr gut. Dann jetzt, ein Energie haben wir noch. Dann machen wir natürlich den Durchwurf und legen den Schlag hier ab. Zack und zack. Doch, das sollte machbar sein. Das sollte machbar sein. Sehr gut. Blockiert. Ich krieg zwar wieder so eine blöde Brennscheiße, aber so, der Giftstich reicht. Der Geist habe ich als Errungenschaft freigeschaltet. Auf Steam, sehr schön. Okay, 101 Gold kriegen wir und kriegen wir eine gute Karte, ist die Frage. Ich brauche sowohl Block- als auch Angriffskarten. Ich weiß es nicht. Immer wenn du eine Fertigkeit ausspielst, verursachst du 3 Schaden an einem zufälligen Gegner. Ist eine Macht, gar nicht mal so schlecht. Zu Beginn deines Zuges ziehst du eine Karte und du wirst eine Karte haben. Nein. Das sind beides Mächte gewesen. Wähle eine Karte, füge im nächsten Zug 3 Kopien dieser Karte deiner Hand hinzu. Oh. Aber ich glaube, dann nehme ich tatsächlich die Geisterform. Ein Relikt kann ich jetzt auswählen. Anstatt zu sterben, werden 50% deiner Max-TP geheilt. Oh mein Gott, das ist ja geil. Da kann man einmal dem Tod entrinnen. Eliten lassen jetzt 2 Relikte fallen, die bekämpfe ich sowieso nicht. Für alle 5 Karten in deinem Deck heilst du 2 TP. Immer wenn du dich an einem Lagerfeuer befindest. Das ist natürlich geil, aber ich will das hier, weil ich sterben werde. So, Level 2, die Stadt. Schauen wir uns wieder einen Weg hin an, wo wir... okay, ja, das ist schon mal komplett behindert. Ich kann nur die 3 mal schauen. Nein, nur noch die 2 in der Mitte bleiben übrig. Ja, es ist tatsächlich so, ich muss hier lang. Das oder das. Hier haben wir einen Shop. Ja, wegen dem Shop. Oh geil, 2 Diebe, ey, das ist doch abnormal. Wir machen das nicht, die Geistform. Auch wenn die auch geil ist. Aber wir müssen auch noch blocken. So, aber jetzt, da die mich angreifen, kriegen sie selber noch Schaden. Ich kriege aber 9 Schaden. Eieieiei. So.
Das könnte ich natürlich dem hier hinzufügen. So. Geh mal weg. Verteidigen muss ich, krass. Aber da ich 3 Fertigkeiten gemacht habe, haben die Schaden gekriegt. Ja, damit. Einen Schaden habe ich noch gekriegt. Ah, Freunde, ey. Ich bandagiere mich natürlich. Alle Gegner verlieren einen Zug lang 6 Stärke. Lohnt sich gerade gar nicht so. Obwohl, doch. Weil ich nur das Rückwärtssalto einsetzen kann. Oh, und den Giftstich. Die Giftkarte gefällt mir ganz gut. Mal schauen, was das hier noch so wird. Das Spiel bockt halt mega. Das macht richtig Spaß. Was macht der? Dieser Gegner beabsichtigt zu fliehen und stiehlt mir 15 Gold. Aber den kann ich sowieso nicht mehr killen. Aber den hier könnte ich... Nice. So, der hier, den kriege ich nicht mehr weg. Na, kann ich machen, was ich will. Na. Er haut ab. Ibims weg. Ja, ja, tschüss. Mann. Zu dem Abhauen war unnötig. Blocktrank ist geil. Verursachte 7 Schaden und wendest einen schwach an. Die Ausweichrolle ist geil. Du verursachst für jeden in diesem Zug gespielten Angriff 6 Schaden. Das ist auch geil. Ah, verdammt. Verdammt, was nehme ich? Ich nehme das, weil ich echt viel blocken muss. Ich darf kaum Schaden kriegen eigentlich. Body Slam kann der hier, glaube ich, nicht kriegen, der andere aber. Der Body Slam wäre hier halt abnormal stark. 127 Gold haben wir. Wir können uns wieder kein Relikt leisten, leider. Wir könnten uns einen Trank leisten. Der Regenerationstrank. Ich mache es. Wir könnten uns jetzt noch eine Karte leisten, wenn eine gute dabei ist. 8 Schaden, ziehe eine Karte. Ziehst du diese Karte, fügst du deiner Hand eine Kopie davon hinzu. Verursachst 4 Schaden. Achso, man kriegt die dann im Prinzip zweimal, oder wie? So muss das zu verstehen sein, denke ich. Ziehst 3 Karten, wirfst eine Karte ab. Ich glaube, ich kaufe die tatsächlich. Ich habe halt sehr viele Karten gerade. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Man müsste eigentlich auch mal welche entfernen, aber... 25 Karten, das ist echt viel. Naja, mal schauen, was wir so hinkriegen. Der will 5 Schaden machen. Aber das ist zu geil gerade eigentlich. Weil er mich 5-mal angreifen wird. Vogel. Vogel, Vogel, was auch immer. Das ist dieser Name. Mann, irgendwie habe ich es heute mit Husten, aber ich drehe mich immer vom Mikro weg. Hä, war da nicht? Ich hatte doch immer... Ach, scheiße. Ich habe das vertauscht mit immer, wenn ein Gegner mich angreift, kriegt der Schaden. Ah, scheiße. Dann hätte ich blocken sollen. Ach, scheiße. Egal. Trotzdem nicht schlecht, nur jetzt habe ich... Doch, ich habe 2 Fertigkeiten. Werde ich auch direkt mal einsetzen. Und den Kniestoß. Zack, sehr schön. Ich werde jetzt nur halt Schaden kriegen und auch nicht allzu wenig. 8 Stück. Ergibt sich Stärke. Es wird halt ein abnormal langes Video werden, weil dieses Spiel abnormal lange braucht beim Run. Ich wollte eigentlich vielleicht 2 Videos oder so draus machen, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich überlebe, deswegen mache ich einfach ein Video. Mal schauen, ob sich das wer bis zum Ende anschaut oder bis hierhin allein schon, wäre schon krass. Zack, das ist nicht schlecht. Jetzt habe ich noch eine Ausweichrolle, das ist geil. Zack. Zack. Ja, bestätigen. So, jetzt habe ich die hier noch. So wird er sterben. Zack, sehr geil. Nice. Man kriegt sie dann einfach 2-mal, das ist es. So.
Immer wenn du angegriffen wirst. Da, so eine habe ich doch noch. So, nice. So, ja, okay, ich muss die auf jeden Fall einsetzen. Bandagieren ist gut. Aber das können wir auch machen. So, sehr gut. War das eine Fähigkeit? Dann wäre es geil, weil dann hat noch ein Gegner Schaden gekriegt. Ich war mir jetzt nicht sicher, wieso er Schaden gekriegt hat. Manchmal weiß man selber nicht, welcher Effekt von einem gerade das war. Außer man halt hat halt ganz genau im Kopf, welche es alle gibt. Da. So, Freunde. Ich kriege eindeutig zu viel Schaden. Zack. Ich kann ihn aber noch... Nee, meine Waffen machen weniger Schaden. Scheiße. Aber irgendwie ist er kaputt, so mit 3 Leben, dass er irgendwie nichts mehr macht. Er ist gestorben, weil er mich so oft angegriffen hat. Tschüss. So, 41 Leben. Nicht optimal, aber 3 Gift an und 3 schwach. Verursachst 5 mal 3 Schaden. Verbrauchst komplett. Der Gegner verliert. Nein, nehmen wir das mal. Wir müssen da am Feuer entlang gehen. Als du durch eine Reihe von Gräbern wanderst, stößt du im Zentrum eines runden Raums auf einen großen Sarkophag, der mit Edelsteinen besetzt ist. Du kannst die Inschrift auf dem Sarg nicht entziffern, bemerkst jedoch einen schwarzen Nebel, der aus den Seiten sickert. Erhalte ein Relikt, 50%, wähl verflucht, Leid. Ich will ein Relikt. Welches habe ich gekriegt? Ninja-Schriftrolle, du beginnst jeden Kampf mit 3 Klingen auf deiner Hand. Geil! Du stößt den Sarg auf. Der Nebel löst sich gefahrlos auf. Im Innern findest du die sterblichen Überreste eines dekorierten Soldaten, der ein altes Relikt hält. Du entwendest es und gehst weiter. Grabschändung, aber egal. Oh, Schüssel. Die hatte ich letztes Mal auch und ich habe nicht gecheckt, dass das hier ein Supporter ist, der heilen wird. So war es, glaube ich. Zack. Ausweichrolle. Ausweichrolle. Mehr Verteidigung wäre, glaube ich, angebracht. Obwohl, das ist halt zu geil. So, zack, zack, zack. Die Klingen sind gut. Die gefallen mir. Oh mein Gott, 12 Damage kommt tatsächlich durch. Aber zumindest haben sie dadurch selber Schaden gekriegt. Die greifen schon wieder an und ich habe nichts. Das werde ich auf ihn auf jeden Fall machen. So, zack. Anders ging das jetzt gerade leider nicht. Das ist aber fatal. Zumindest hatte ich noch 10 von letzter Runde an Block. So. Alle Gegner. Das ist gut. Das ist sehr gut. 5 mal 3 Schaden. Ja, das reicht. Super. Und einmal verteidigen, dann einsetzen. Er macht 0 mal 2 Schaden. Oder 2 mal 0. Geil. Und er hat sich selber damit noch Schaden zugefügt. Das ist super geil. So. Ja, das weiß ich nicht. Nee, ich sollte... Kann ich blocken? Kriege ich eine Blockkarte? Sehr schön. So. Ah, ich höre gerade so ein Lied, ich möchte unbedingt mitsingen, aber das mache ich nicht in Videos, mache ich nur, wenn ich keine Videos aufnehme und zu Hause bin. Egal, bis hierhin kommt das sowieso keiner. Also Freunde, es ist Zeit für Final Voyage of the Goblin Out. Ja, das ist ein Song von Deathlehem. Unglaublich geil. Ey, ich kann diese Band einfach nur empfehlen, die sind super geil. Machen wir das mal. Ich muss das jetzt einfach machen. Bestraft mich bitte nicht dafür. Okay, Freunde. Es geht weiter. Ich habe gerade echt gute Laune. Das ist gut. Ich habe aber nur 21 Leben. Dieser Kampf wird noch ein bisschen dauern, weil er das Schild hat und so viel Leben. So, die Ausweichrolle ist natürlich perfekt. Kriegen wir gute Sachen. Noch eine Ausweichrolle, naja.
Ich schaffe es gar nicht, alles zu blocken, fällt mir gerade ein. Zack. So. Aber er greift mich natürlich an und kriegt dadurch selber wieder Schaden. Das ist natürlich immer eine geile Sache. So. Was war das? Ah, damit macht man ja so viel Schaden. Aber irgendwie fehlt mir genügend Block. Aber ich will es trotzdem einsetzen. Obwohl, nee, ich habe ja noch Block übrig. Das ist gut. Ich hätte das gar nicht machen brauchen, fällt mir ein. Naja, egal, lalal. Geht schon, geht schon. Solange wir alles blocken und ihm weiterhin schön Schaden machen. Okay, vielleicht war es doch unnötig, das in diesen Kampf einzusetzen, aber... egal. 18 Damage. Können wir das blocken? Können wir ihn killen? Können wir es? Ja, können wir. Sehr geil. Super. 19 Gold, füge eine Karte hinzu. Du verursachst für jede Fertigkeit auf deiner Hand 6 Schaden. Geil. Verursachst Schaden. 12 Schaden. Das sind Pluskarten. Da muss ich natürlich eine von nehmen. Du verursachst 12 Schaden. Ziehst deine Karte. Verursachst für jede Fertigkeit auf deiner Hand 6 Schaden. Ich nehme tatsächlich den. So, wir müssen uns unbedingt ausruhen. 48 Leben ist immer noch nicht optimal. Stimmt, wir müssen hier lang gehen. Anders geht's nicht. Ah, scheiße, ein Gegner bei einem Fragezeichen. Das ist natürlich ungeil. So, unglaublich viele Karten. So. Keiner von denen wird angreifen. Also werden wir diese Runde alles auf den Angriff setzen. Und den hier zerstören. Das bringt's nicht. Oder den hier für die nächste Runde Block. Was bringt's, wenn die 6 Stärke verlieren? Irgendwie nix. Ich mach's trotzdem mal. Nein, die ist danach erschöpft. Ah, ich Vollidiot. Ah, das habe ich nicht bedacht. Egal. So schlimm ist es auch nicht, dann wird die Karte zumindest nicht mehr stören. Auch wenn sie eigentlich nicht stört, weil wenn die Gegner tatsächlich... Oh, benommen und spielbar, ätherisch, ungeil. Er kann negative Effekte von sich abwehren. Stimmt, da war was. Oh, das ist aber gut. Das setzen wir natürlich direkt ein. Bin nicht überzeugt. So. Ich kriege Schaden auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Habe ich die Krähenfüße eingesetzt? Ja, ich hatte doch die Krähenfüße. Aber leiden von Angriffsschaden 3 Schaden zurück. Haben die irgendwie nicht gekriegt, oder? Kann das sein? Oder habe ich es einfach nur nicht gesehen, weil ich dumm bin? Ich weiß es nicht. Toll. So, das... Ach ja, er kann ja zweimal das abwehren. Das ist natürlich ungeil. Wie viel Schaden macht so eine? Zack. Weil es reicht. So. Mich konnte nicht mehr blocken, das ist echt kacke. Ich krieg wieder viel zu viel Schaden. Zumindest hat er diesmal Schaden zurückgekriegt, diesmal habe ich es auch gesehen. 10 Schaden. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Kriegen wir eine Blockkarte. Ja. Welche packe ich weg? Die kann ich sowieso nicht einsetzen in dieser Runde. Zack, der macht einfach viel Schaden, das ist geil. Ah, aber ich kann durch 7 nicht einsetzen und das kommt auf meinen Ablagestapel. Schade, egal. So, er kriegt wieder selbst Damage. 10x2, ah. Sehr ungeil. Aber jetzt kriegen wir das Gift, was direkt sein Leben angreift. So, scheiße, kriege ich jetzt viel Schaden. 17 Schaden, ich habe noch 10 Leben, oh Gott. Aber einmal werde ich zumindest wiederbelebt, dank diesem Echsenschwänzelchen. Können wir ihn zufällig jetzt besiegen? 12 plus 15. Plus 3. 10, dann plus 12 macht 14. Ey, es reicht. Sehr geil. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Nein, es reicht. Geil. Geil. Okay, wir haben es irgendwie überlebt. Aber jetzt kommt, glaube ich, direkt noch ein Gegner. Du verursachst 9 Schaden. Du wendest 3x3 Gift auf einen zufälligen... Ich brauche mehr Block. Ich krieg zu viel Schaden. So, ich muss hier lang.
Snacko. Was macht das nochmal? Weiß ich nicht. Meine Hand ist voll. Ja, ich weiß. Sehe ich. Durch 7 auf jeden Fall. Da kriege ich zumindest nächste Runde noch einen Block. Zack, zack, zack. Diese ganzen Nuller-Karten sind geil. Damit machen zwar nicht so viel, aber ich kann sie einfach alle direkt einsetzen. Vor allem am Anfang, dass dann... Oh nein, ich kriege jetzt Verwirrungskarten oder nicht. Nee. Ach mal, es sind unterschiedliche Kosten jetzt bei allem. 15 Schaden, scheiße. Ich sterbe oder so. Nein, ich habe noch 6 Block. Ich muss das machen. Krähenfüße konnte ich jetzt nicht einsetzen, weil sie 3 gekostet haben. Weil durch Verwirrung kriegt alles randoms Kosten. Das ist krass. Okay. 15 Schaden will er wieder machen. Kann ich blocken überhaupt? Ne. 8 kann ich blocken. Bleiben immer noch 7 übrig. Das wird mich killen. Das für 0 kann man schon mal einsetzen. Ne, warte, das kostet ja gar nicht mehr 0 gerade. Eieiei. Nein! Na, okay, damit neutralisieren hätte es auch nichts gebracht. Okay, ja, ich sterbe. Aber ich werde wiederbelebt. So, der Echsenschwanz ist aufgebraucht. Jetzt darf ich nun nicht trotzdem sterben. Das machen wir. Das machen wir. Und das machen wir. Nein, ich hatte noch eine Energie. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße. 22 Damage. Halt die Fresse. Auch wenn es einen kostet. Ey, leck mich am Arsch, ey. Das ist doch ungeil. Ach, pack irgendwas weg. Ich hatte sowieso keine Energie mehr. Ich will gar nicht wissen, wie lange das Video schon geht. Oh, Kacke. Okay, hier einen... So, einen muss ich dann ablegen. Ich komme für 3 eine Verteidigung. Scheiße, ich muss verteidigen. Ich glaube, ich werde trotzdem bald sterben. Es läuft gerade einfach nicht so gut. So, okay, ich kann zumindest ein paar Nuller-Sachen einsetzen. Und dann das hier. Naja. Ich kann alles abwehren. Rutenschlag. Mit seiner Rute haut er uns. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, ich sterbe. Ich kann gar nichts machen. Hä? Ne. Da kann ich nicht machen, das reicht nicht. Schade, besiegt. Ich werde eine neue Karte brauchen. Naja. Ebenen und so, Punktzahl 199. Hauptmenü. Naja, das war's mit dieser Runde von Slay the Spire. Auch wenn man verliert, es hat Spaß gemacht. Das Spiel ist ultra geil. Das einzige ist, also das ist aber kein Problem. Das Spiel ist halt echt schwer, wie man sieht. Ich habe jetzt 2-mal gespielt, 2-mal ist nicht komplett geschafft. Aber es bockt halt trotzdem und ich habe auch Bock, das noch weiter zu spielen und auch auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme davon zu machen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Schreibt mir, wenn ihr es wirklich bis hierhin geguckt habt, in die Kommentare, ob es geil ist, dass die Folge so lang ist oder ob ich es lieber splitten soll in ein paar kleinere Folgen. Und ja, lasst mir gerne ein Abo da. Und einen Kommentar und ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Es hat mir echt Spaß gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Und wir sehen uns wieder. Ciao.